Hallo zusammen, es geht in die nächste Runde Hans Showdown. Meine Idee. Darf sich keiner unter den Nagel reißen. Das ist nämlich Hans Showdown. Komme einfach nicht davon weg, um ehrlich zu sein. Ich will es nicht wie eine Sucht klingen lassen, aber die Motivation ist schon da, es irgendwie weiter zu schaffen. Denn so frustrierend die letzten paar Sessions auch waren, so sehr weiß ich natürlich auch, dass dieses Spiel nicht dafür ausgelegt ist, sofort geschafft zu werden, sage ich mal, oder gemeistert zu werden. Da muss man ein bisschen Geduld mitbringen und ein bisschen Fingerspitzengefühl und dann wird das, glaube ich, auch. Und deshalb bin ich heute hier. Es ist früh am Morgen. Die Sonne hat den Horizont noch nicht geküsst. Und dennoch spiele ich schon. Hier ist es auch früh am Morgen, aber das ist ein Sommertag. Hier ist es bitterkalt. Was haben wir hier? Spezialmunition. Hier, ich glaube auch, ich muss mal die Empfindlichkeit beim Anvisieren ein bisschen ändern. Ich hoffe, das Fräulein hat mich jetzt gerade nicht gesehen. Ist das hier? Ich bin da. Wo ist es denn? Ach doch, da drin. Komm her. Kann denn der schon verbannt werden? Kann mir das mal einer erklären, bitte? Bitte, mal eben. Irgendeiner. Den schnapp ich mir jetzt. Oh, der ist da gerade erst gespawnt. Da bin ich einfach zu schnell fürs Spiel gewesen. Ich kann geduckt leider nicht sprinten. Warte mal, sollte ich mir den schnappen oder sollte ich einfach den nächsten Hinweisen nachgehen? Ich bin ja ein bisschen lernfähig und ich glaube, was die letzten Runden so ein bisschen problematisch gemacht hat, ist, dass ich mich habe so treiben lassen. Komm rüber hier. So habe treiben lassen von diesem Druck, dass irgendjemand schon angefangen hat zu verbannen. Oh, hier wird in nicht so weiter Ferne geschossen. Ich vermute, dass die ganze Bande sich da bei diesem Hinweis getroffen hat. Wer spricht hier? Da vorne. Habe ich ihn schon mal, aber das... Ich glaube, er ist nicht down. Ja, dafür war das auch einfach zu weit weg. Aber er ist natürlich am Hinweis. Komm raus, du Schuft. Wieso stirbt er denn nicht? Wer ist er denn hier? Und wieso kommt er nicht raus?
Ja, wahrscheinlich hat er sich geheilt zwischendurch, aber ich habe ihn ein paar Mal getroffen, ging jetzt irgendwie davon aus, dass ich hier der King bin, oder was? Egal, ich bin schon mal froh, dass ich ihn gehört habe aus der Ferne, dass ich ihn getroffen habe aus der Ferne. Das soll ja schon mal was sein. Odeline Nachtigall. So, Martini Henry, neuer Gegenstand. Erstmal müssen wir jemanden rekrutieren. Was hat er denn jetzt? Das Normale. Wo haben wir denn Martini Henry? Erscheinen die nicht automatisch hier drin? Doch, hier. Probieren wir es einfach mal. Stickungsbomben, ja. Mal so, dann auf jeden Fall das hier. Was haben wir hier noch? Ein Verbandsding wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber sowas wie Fallen oder sowas, Licht, Lärm. Heilung, Feuer, platzierbar, ja. Nee, habe ich nix. Wie, das ist jetzt die Waffe? Halt, stopp. Als Einzelschuss Feuerwaffe, Einfachheit und Leistungsfähigkeit. Einzelschuss, nein, danke. Tut mir echt leid, aber was haben wir denn hier? Ah, die sind noch gesperrt, okay. Ja, mit diesem Einzelschuss und dann nach jedem Schuss manuell nachladen, das ist einfach, das ist mir nicht. Aber eigentlich macht es auch gar keinen Unterschied. Eigentlich lädt er ja sowieso die ganze Zeit nur nach. Eigentlich ist es der Nachladesimulator, wenn wir ehrlich sind. Im Sumpf. Mit Monstern. Ja, was ich jetzt tatsächlich gemacht habe, weil hier immer Russland stand, habe ich tatsächlich quasi safe zu Russland gewechselt. Ich habe quasi gesagt, ich bin in Russland. Man konnte irgendwie zwei verschiedene Servertypen oder sowas anwählen. Und das ist wirklich tatsächlich der schnellste Server. Also, bleibt bitte weg vom russischen Server, der soll mir nämlich so schnell bleiben. Hier nicht irgendwie überladen werden. So wie die deutschen Server. Natürlich von Nahkampfangriffen abgewehrt werden. Schwungangriffe mit großen Waffen sind besonders effektiv. Ja, aber was mit den Flugmenschenviechern? Okay, gleich hier vorne haben wir den ersten Hinweis. Was haben wir hier? Wo bin ich denn? Die Waffe kann man reinigen, aber nur Kosmetik. Ja, verstehe. Ja, gut. Feuermann. Glaube aber, ist eins weiter, ja. Ist hier der Grisou, der Feuerwehrmann werden will. Oh, das ist außerhalb. Macht es vielleicht Sinn, da außen rum zu gehen, um den da nicht aufzuschrecken, weil der ist
ziemlich nervig. Dass er clever war, keine Ahnung. Vermutlich nicht. Schaffe ich das? Muss man auch mal ausprobieren, ja? Gucken, wo hier die Grenzen sind, was möglich ist, was machbar ist. Kommt die da rüber? Ah, Mist, unüberwindbar. So, schauen wir mal eben, wo sind wir denn hier? Okay, direkt da vorne geht's weiter. Das ist schon der nächste hier, Plattenpanzer Johnny. Komm hierher. Noch ein Stück entfernt. Ich rechne jetzt jede Sekunde damit, menschliche Spieler zu treffen. Oh ja, das ist gleich hier vorne. Ist doch die Ziegelei, oder nicht? Da vorne ist es schon. Ah. Ciao. Was ist der denn so schnell? Na klar, genau da. Lass mich mal kurz schauen. Da ist er ja schon. Ich doch trotzdem noch mal. Ich gerade mal eine ruhige Sekunde habe hier. Ist das hier Sprinten? Das Zielen, das kann ruhig ein bisschen schneller sein. Anvisieren. Ja, das ist besser. So. Also mir wird gesagt, der ist hier. Gott. Ah! Hey, ja. Okay, alles halb so wild, halb so wild, halb so wild. Was ist... Das ist doch nicht hier ernst, ey. Blutig noch. Können wir das irgendwie mit einer Verbandstasche? Das weiß ich gar nicht. Es steht da immer, die Verbrennungen. Naja, nee. Das heißt, was jetzt verbrannt ist, ist verbrannt. Na klar, 12 Hunde noch. Eieiei. Egal, das soll mich jetzt erstmal nicht abhalten. Vielleicht komme ich ja... Ist das da drin? Ja. Ich glaube, der wird schon ordentlich bearbeitet darin. Nee. Ciao.
Da! Jetzt natürlich. Ich höre hier alle möglichen Schritte, aber ich weiß nicht so genau. Ja, da ist er. Mit diesen Waffen nicht klar, mit diesem langsamen Schießen. Tschuk, tschuk, schießen. Tschuk, tschuk, weil Schießen heißt ja auch jedes Mal, du musst gut genug zielen, um zu treffen. Und da kommen immer noch ich ins Spiel. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich schwer zu sehen, die feindlichen Spieler. Es ist alles so ein breiiger, milchiger Grafikkompott. Naja, immerhin ein bisschen was zusammengekommen. Geht schlimmer, glaube ich. Was gibt's? Ausdauerspritze. Ich brauche erstmal einen Jäger. Was haben wir denn? Der hat die Winfield mit Schalldämpfer. Was... Egal, das lassen wir erstmal so. Das ist okay. Schmuggelware. Was? Ich brauche schon noch sowas wie Dynamit oder so. Das war, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das kann man mal machen. Spencer Thompson. Einen schicken Hut auf. Rang 16 inzwischen. Was sind denn Prüfungen? Was ist das hier? Das wird alles erst später freigeschaltet. Auch Schnellspiel. Oder wird das sogar erst noch implementiert, das Spiel? Aber bei Prüfungen haben wir ja ein Plus. Das kann ja nicht stimmen. Ja, eine Menge Waffen, eine Menge zu wissen. Und noch viel mehr Menge von Sachen, die ich nicht weiß. Aber auf jeden Fall viel frei zu spielen. Der Fleischkopf. Oh, Fleischkopf. Anstelle einer Waffe mit einem großen Slot und einer Verstärkung mit einem kleinen Slot kannst du auch zwei mittelgroße Waffen verwenden, wie beispielsweise ein passendes Paar Handwaffen oder eine abgesägte Handkanone. Ja, das ist natürlich eine Überlegung wert. Wenn ich jetzt mal so denke, die meisten feindlichen Jäger, die ich getroffen habe, waren schon eher nah dran. Vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, so eine Art Schrotflinte oder sowas zu nehmen. Aber auch da bedarf es dann wieder einer Eingewöhnung und dann natürlich alles, was weiter weg ist, kann ich vergessen. Da mache ich nur Lärm. So, da rechts haben wir zwei, da haben wir eins. Wir haben nur die Spinne. Das heißt, im Grunde könnte ich auch einfach warten. Eieiei, was haben wir denn hier? Das ist sehr schön. Denn ich vermute, dass hier in 30 Sekunden die Verbannung startet. Weil ich das ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstehe. Hier vorne.
Leute. Komm, während die da rumballern, will ich mir schnell den Hinweis gönnen. Wo haben wir den? Hier vorne. Wo ist er denn? Ach, da drin. Ah, das war dumm. Aber so kann ich mich ein bisschen verziehen. Hier natürlich noch mal riesig groß, aber hier komme ich raus. Kurz mal schauen, haben wir noch einen Hinweis in der Nähe? Ja, da rechts. So. Da nimmt sich eigentlich nichts. Ich gehe mal rechts rum. Wenn ich hier nicht unbedingt durch möchte, aber... Na komm. Ist hier drin? Ne, noch ein Stückchen weiter. Ich höre ab hier aber schon ordentlich Schüsse. Da sehe ich einen Jäger, okay. Dann werde ich mal zusehen, dass ich da unbemerkt nah genug rankomme. Ich glaube, der turnt da immer noch rum. Mal Ruhe jetzt! Jungs! Mir da den Hinweis noch? Gebe ich mir das? Ist das hier? Der ist rot. Jetzt haben wir nämlich schon, das ist nämlich genau da drin. Da bringt mir mein gesamter Vorteil auch nichts, dass ich die zuerst gesehen habe und die Leiter hochgeklettert ist. Wenn da natürlich ein Kollege ist, dann ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. Bis jetzt. Aber da komme ich auch noch hin. Ich bin optimistisch. Naja, immerhin. Immerhin. Du bist tot. Das war eine sehr schnelle Runde auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Ne, wir nehmen mal den günstigeren und schauen mal, dass wir einfach nur das mitnehmen. Messer und dann
hier vielleicht. Nehmen wir mal die. Nee. Leroy Watson. Jäger-Eigenschaften. Zurück zur Übersicht. Das hier sind die Punkte, die ich brauche, um das anzuwenden. Ist das richtig? Muss mich da noch so ein bisschen reinfriemeln. Das ist doch, also auf den ersten Blick wirkt das nicht so sonderlich kompliziert und umfangreich, aber die Menge an Ausrüstung, Waffen und Munition und Fallen und was es nicht alles gibt, da muss man doch schon noch ein bisschen Erfahrung sammeln, um hier mithalten zu können. Black Coat, und dafür gebe ich so viel Dings aus? William Durant is a hunter, a scoundrel, and a murderer with a complicated past, loyal solely to himself and lacking any shred of honor when his friends meet. His moniker is only spat out alongside promises of vengeance. Ja, wie schon mal gesagt, ich verstehe nicht so ganz, wieso ich Geld für einen Jäger ausgeben soll, der dann möglicherweise weg ist, wenn ich ja sterbe. Und den ich auch nie sehe. Also es geht einfach nur ums Bild. Entschuldigung, Leute, es ist noch früh. Wie früh, fragt ihr? 6.42 Uhr. So, jetzt kann es aber langsam mal losgehen. In der Vergangenheit, das hat das immer geholfen. Aber was natürlich nicht verkehrt wäre, finde ein schlechter um diesen. Aber habe ich das nicht schon? Finde ein versteckter Spinn um diesen Eintrag. Ja. Habe ich doch. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand, der hier betrieben wurde, um alle Monster wirklich in, also sehr detailgenau zu beschreiben. Ist schon ordentlich. Ich weiß auch gar nicht, ob Hunt Showdown von Anfang an als so eine Art Spiel geplant war oder ob das vielleicht dann doch mal ein Singleplayer-Spiel sein sollte. Und die dann gemerkt haben, wieso machen wir nicht einfach nur Multiplayer? So. Na, das wird doch nichts. Sehe ich doch jetzt schon. Aber hiermit vielleicht. Schattensicht, was verrät die mir? Dann nehme ich den gerade zu. Da drüben. Das erinnert mich grafisch hier, so wie der die Waffe hält und auch wie seine Hand aussieht, an das Spiel Boiling Point. Kennt das noch jemand? Da war der Hauptcharakter Arnold Vosloo. Das ist, glaube ich, ein südafrikanischer Schauspieler. Den kennt man unter anderem aus Blood Diamond. Da spielt er den Bekannten von Leonardo DiCaprio auf diesem Weingut. Und das war ein frühes Far Cry, möchte ich sagen. Spielte in Kolumbien oder Bolivien oder sowas, auch mit Fahrzeugen und Waffen, und war ein bisschen mehr Rollenspiel, als Far Cry es jemals sein wird, vermute ich mal. Aber das hat echt Spaß gemacht, und das sah hier so aus, von der Grafik der Hand. Hier, das hier.
Natürlich, wahrscheinlich habe ich es viel besser in Erinnerung, als es tatsächlich ist, aber. Und das habe ich ganz gern gespielt früher. Das war irgendwie interessant. Das war neu. Damals gab es noch gar kein Open-World-Spiel, meiner Meinung nach. Das war ein einmaliges Ding. Boiling Point, ja. Leute, der erste Schuss bei mir sitzt immer. Und der zweite geht dann ins Nichts. Muss ich mir die Zeit nehmen, mich erstmal zu heilen? Oder? Leute, Leute, Leute. Das geht doch besser. Mein Gott. Also ich meine tatsächlich die Ladezeit und die Verbindungszeit ist wesentlich länger als das tatsächliche Spiel. Rekrutieren. Kennt ihr das schon? Hier kann man Jäger neu generieren. Und dann, den nehme ich auf jeden Fall. Aber ist auch ehrlich gesagt gar nicht, ob das so sinnvoll ist, als so ein Unbegabter, so wie ich es bin, so viel Geld zu investieren. Wann bekomme ich denn diese Punkte hier? Wahrscheinlich, wenn ich gut spiele. Extra Platz freischalten. Ja, danke, ich habe genug. Ich bin versorgt. Gut, aber ich muss tatsächlich sagen, also das Geld geht sehr langsam zur Neige. Das ist immerhin ja schon mal was. Ich meine, es kostet alles an sich nicht viel. So ein neuer Jäger, so einer der guten, kostet zwischen 200 und 300. Und alles, was waffenmäßig da ist. Ich meine, jeder Jäger hat schon eine Waffe. Und wenn man sich eine kaufen möchte, zahlt man da mit Spritze und Granate und Dynamit und was weiß ich, dann vielleicht nochmal 500. Also, es ist schon okay. Aber mich würde schon interessieren, was man dann bekommt. XP-mäßig, geldmäßig, wenn man dann mal eine Trophäe nochmal nach Hause holt. Ich habe das einmal geschafft, aber da war mein Ziel halt Rang 11 zu bekommen. Und da war das nicht so, hatte ich das nicht so auf dem Schirm. Hier das. Also bei der Ladezeit kann ich gar nicht sagen, weil ich mein Spiel muss nun mal laden. Das ist auch nicht anders. Das war noch nie anders. Das wird doch immer so sein. Na, jetzt kommt aber SSD wächst schon, das PlayStation 5 voll schnell ist. Ja. Aber trotzdem, das Spiel ist nicht von heute und auch nicht von gestern, sondern das ist schon ein paar Jahre alt. 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist aber eine schöne Gegend hier. Hier war ich noch gar nicht, glaube ich. Haben wir noch wieder Hunde? Oder was ist das da? Oh, das ist ja irgendwie cool. Ja, wie gesagt, also wäre natürlich auch durchaus vorstellbar, dass man hier ursprünglich mal ein Singleplayer-Spiel gemacht hat. Eine Art. Ist aber schnell.
So eine Art Red Dead Redemption trifft Far Cry trifft. Weiß ich nicht, was haben wir denn so monstermäßig im Singleplayer-Bereich? Mann, wo laufe ich hier eigentlich hin? Jetzt natürlich hier abwarten, ob der Kollege rauskommt, der hier gerade so Lärm gemacht hat. Oder ich verziehe mich einfach. Kümmere mich um mein Zeug, aber hier haben wir den. Und da sind Hunde, das ist hier wirklich die schlimmste Gegend in diesem Bezirk. Komme ich hier vorbei? Ja, das sieht gut aus. Ja, und ich meine, dieses Spiel hier als Singleplayer. Und halt irgendwie in der Form von The Witcher, dass man tatsächlich, dass Leute einen anrufen und sagen, auf meiner Farm ist so ein Monster und dann muss man das jagen und finde ich gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Hinweise da drüben. Ja. Sehr schön. Das wusste ich ja gar nicht, dass man hier auch Geld finden kann. Müsste ich natürlich wissen, dass einfach nur die Enten sind oder ob hier ein Jäger Lärm macht. Aber ich weiß es nicht. Hallo, freut mich. Dumm, wollte ich sagen. Ich höre hier einen feindlichen Jäger. Also nicht die freundlichen Jäger, meine ich. Und der Feuer-Johnny ist auch aufgeschreckt worden. Ist, glaube ich, auch eine sehr dumme Ecke hier, um hier rumzustehen, denn ohne Verletzung geht's jetzt, glaube ich, nicht. Ach komm, ey. Wieso kennen die eigentlich hier alle? Nee, nee, warte mal. Warte mal kurz. Mal kurz bitte.
den Dreck. Ja, die kennen scheinbar alle die Baupläne hier von dem Bums. Und alles die Hausmeister. Hallo. Ist mir jetzt egal, ich mach mal ein bisschen Lärm. Ich spiel's jetzt mal ein bisschen aggressiver. Einfach um ein bisschen voranzukommen. Wo ist der Hinweis? Hier draußen. Hier ist doch aber ordentlich Lärm. Hier muss doch jemand... Alle... Oh nein! Alle aufschrecken. Oh, das ist echt das Allerschlimmste. Oh nein! Okay, mal schauen, ob ich... Hey Leute. Nein, geht weg. Ja, Grunt. Du grunst mich mal. Mann, ey. Was für eine Odyssee. Das ist ja unglaublich. Aber ich glaube eben, was ich auch schon sagte, das ist ähnlich wie bei einem Dark Souls oder einem Bloodborne oder so. Die Freude, die du hast und die Belohnung, die du dann hast, wenn du es denn tatsächlich mal schaffst, die lässt, glaube ich, jeden Verlust vergessen tatsächlich. Naja, fast. Was gibt es? Brandmunition. Jetzt ist natürlich die Frage... Ist jeder Feind gleich anfällig für Brandmunition oder ist das etwas... Weißt du was, die nehme ich jetzt mal. Das geht dann wirklich nur mit der Waffe. Ja gut, macht eigentlich auch Sinn. Ja, oder ist es dann... Vergebene Mühe, wenn ich hier Brandmunition einsetze und dann heißt es, dieser Feind liebt Feuer. Ja, haben wir ja den einen Kollegen hier. Na, weiß ich nicht. Schau mich nochmal eben im Laden um. Undertaker's Alley, an elegant Nugent constructed of nickel with gold inlay. Ja, aber ist das alles, macht das alles Sinn? Also ist das dann auch wirklich besser, oder? Ey, aber ich habe 4 Handdollar gefunden. Es ist ja schon mal was, oder nicht? So, die Runde machen wir hier noch. Und wenn ich Glück habe und ihr Glück habt, dann... werde ich jetzt eine Trophäe mit nach Hause nehmen. Ich sehe es nicht, aber... Doch, ich sehe es. Wir machen es. Wart mal ab hier. Ich habe doch überlegt, welches Spiel ist... Was ist denn so ein gutes Singleplayer-Horrorspiel? Ja gut, Resident Evil könnte man jetzt inzwischen sagen. Ist ja jetzt auch First Person. Ja, eine Mischung aus Far Cry, Red Dead Redemption und Resident Evil. Muss man sich halt überlegen, ob man dann quasi auch Pferde haben möchte und so oder wie man das dann handhabt. Denn ich finde, sobald du Fahrzeuge oder eben irgendwelche Transportmittel hast, so wie ein Pferd oder ein Esel oder was auch immer, ist die Dynamik, die du hier in diesem Spiel jetzt hast, natürlich dann eine ganz andere wieder, ne? Ist ja... Da
Das ist ja dann schon automatisch ein fast schon schnelles Spiel, wieder wie du vorankommst, und dann ist dann auch eine andere Mechanik und so mit dem. Oh nein. Deshalb weiß ich nicht, ob der Umfang des Spiels vielleicht ein bisschen kleiner sein sollte. Und man dann quasi einfach sagt, weiß ich nicht, alle Pferde sind gestorben, was ja hier jetzt auch der Fall ist, bis auf die. Erzähl mir nicht, dass der das Tor jetzt aufkriegt. Bis auf ein paar, die hier noch so halb am Verkrepeln sind, aber alles in allem sieht ja die Tierwelt nicht sonderlich gut aus. Das heißt, man könnte im Grunde storymäßig sagen, es gibt leider keine Pferde mehr. Du musst zu Fuß. Junge, jetzt reicht's aber auch. Was ist denn? Ach komm. Ja. Nichts zu machen. Keine Chance, wirklich. Nichts zu machen. Emulator. Ja, das war wirklich mit Abstand die kürzeste Runde. Aber einmal drin und so viel Lärm gemacht. Das zeigt mir nur wieder, dass die schallgedämpfte Pistole auf jeden Fall die bessere Wahl ist hier. Naja, das soll's für heute erstmal sein mit Hunt Showdown, denn ich glaube, ab einem gewissen Punkt werde ich nicht besser, dann geht es nur noch bergab. Und deshalb will ich das hier vor diesem Punkt beenden. Aber hey, Caldwell Pax. Was haben wir zur Verfügung? Oh, die ist aber ganz schön teuer. Ah, er hat nur die kleinen, leider. Nehmen wir sie. Komm, eine Runde machen wir noch. Das probieren wir jetzt noch mit Claire. Okay, das heißt also, ich selbst habe einen Rang. Das ist für mich als menschlicher Spieler hier gedacht und damit schalte ich Dinge frei, wie Munition und was auch immer. Und der Jäger an sich hat aber ja auch noch mal einen Rang. Heißt es, dass der Jäger dann auch irgendwann stärker wird oder schwerer umzubringen? Oder was ist hier Phase? Kann mir das jemand sagen? Alles klar. Habt ihr mitgelesen? War jetzt nicht so schwer. Ist das hier? Zufälliger Vertrag? Eine Jagd gegen größere Gruppen ist eine Herausforderung. Wie, was? MMR ist eine Punktzahl, die für das Matchmaking von Teams verwendet wird. Die Match-MMR nimmt individuelle MMR jedes Teammitglieds und nutzt sie, um eine Team-MMR-Punktzahl zu berechnen. Ja, aber hier, was ist das denn hier?
Eine Jagd gegen größere Gruppen ist eine Herausforderung, egal ob du dich in einer Zweigruppe. Okay. Hey. So, das soll jetzt aber der letzte Versuch für diese Folge sein. Wenn ich das richtig gesehen habe, habe ich jetzt ein Scharfschützengewehr. Ja, auch das Texturenladen und so, das ist alles noch ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob die das noch verbessern können. Oder wollen, ob das überhaupt deren Ziel ist oder ob es halt natürlich auch nicht verkehrt ist, wenn du ein Spiel hast, was sich fantastisch spielt und halt nicht mehr ganz so super aussieht, obwohl es gut aussieht. Also das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Aber so Kleinigkeiten eben und dann damit natürlich riskierst, dass es gewisse Leute nicht mehr richtig spielen können. Denn irgendwann sind die alten Rechner halt überholt. Dann riskierst du damit natürlich auch deine Playerbase so ein bisschen schrumpfen zu lassen. Okay, da drin haben wir einen. Na komm, beeil dich mal ein bisschen. Treppen steigen, Leitern steigen können sie wahrscheinlich auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Machen wir den Hinweis da hinten, aber der ist näher dran. Hier ist aber ordentlich was los. Eieiei. Da haben wir hier wieder die Bienenlady. Mir jetzt eigentlich nicht so recht, dahin zu gehen. Aber ich glaube fast. Ach, was würde ich dafür geben, einfach nur einen Jäger so zu erwischen? Macht das Sinn hier durch? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Keine Ahnung wie. Keine Ahnung, wie die das machen. Müssen da wirklich durchsprinten.
Oh nein, komm, hau ab. Ja, die müssen da wirklich durchsprinten. Und dann muss man den ja auch noch besiegen, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja nicht einfach nur hingehen und dann ist alles vorbei, sondern... Eieiei. Ich schreck hier alle auf. Morgen, hallo. Nee, nee, nee. Ein ganzes Stück. Aber das nutze ich jetzt gerade mal als Chance. Auch wenn das wahrscheinlich in der Handgilde nicht so angesehen ist. Quasi den Abstauber zu machen, aber nein! Haut ab. Aber ich meine, es ist eine Mechanik, die verfügbar ist und deshalb nutze ich sie, gerade als Anfänger. Das ist dann natürlich gern gesehen bei mir, wenn ich dann einfach mal versuchen kann, mir mein Stück des Kuchens da abzuschneiden. Aber ich sehe auch, dass das natürlich später zu Problemen führen kann, wenn ich dann tatsächlich mal selbst ein Monster erlegen möchte. Wie weit ist das denn noch? Eieiei. Warte mal, hier drin haben wir einen Hinweis. Ich weiß, dass der Hinweis... Come on, ey. Buja! Wer schreit denn hier? Mal ganz ruhig jetzt. Raube dich aus, Mann mit Weste. Ne, genau. Ich ziehe mir mal hier den Hinweis rein. Dann habe ich dafür wenigstens Punkte. Was haben wir hier? Könnte ich vielleicht einfach... So, was habe ich denn bekommen? Eine Granate hier. Bin ernsthaft am Überlegen, ob ich mich einfach zurückziehen soll. Um einfach mal eine Runde zu überleben. Oder ob ich es wieder riskiere. Ich habe kein Erste-Hilfe-Pack. Was haben wir hier? Nichts, okay. Gut, immerhin. Das habe ich. Ein Stückchen ist es noch, aber so weit bin ich davon gar nicht mehr entfernt.
Schlaf einfach wieder ein. Ah, ah, ah. Was gibt's hier unten zu holen? Gut, der Hinweis ist da oben. Aber ich wollte um jeden Preis der Schwarmlady ausweichen, aber wenn ich es genau bedenke, glaube ich, dass ich jetzt daraus komme, wo ich vorhin schon war. Nee. Das ist doch nochmal ein bisschen woanders. Was haben wir da drüben? Ja, am Ende des Tages stehe ich an derselben Stelle. Den Hinweis, den geben wir uns noch. Ziehen wir links raus. Ich nehme an, jetzt sollte die Feindpräsenz der menschlichen Feinde auf jeden Fall recht hoch sein. So. Schlachthaus. Okay. Glückwunsch. Sagt auch schon eine Menge aus, dass ich diesen Hinweis noch nie gesehen habe, dass irgendjemand eine Trophäe extrahiert hat. Aber es ist eben alles nicht so einfach. So, ich glaube aber, ich werde mal meinem Plan folgen. Und mich ein bisschen im Hintergrund halten. Und manchmal muss man auch einfach zurückstecken. Einfach mal schauen, was passiert. Die Dinge passieren lassen. Aber ich will nicht lügen. Das reizt mich natürlich auch. Den Hinweis da noch zu holen. Und in seinem jugendlichen Leichtsinn. Oh nein, tat er genau das. Ja. Für dich auch. Nee, nee. Oh, hier kommt doch schon wieder andere. Leute. Jetzt wird's unglaubwürdig.
Muss ich mal schauen, ob der sich jetzt regeneriert hat oder. Hat er nicht. Was? Ich bin am Ende der Map angekommen. Aber den Quatsch denn da hinten? Habe ich? Ich habe nichts abbekommen. Naja, geht mal weg. So ist gut. Rechts ist noch einer. Ist nicht weiter schlimm. So. Das ist auch alles irgendwie recht ruhig. Ich weiß gar nicht, sind die anderen einfach gegangen oder haben die kein Interesse mehr? Warte mal, ist das ein menschlicher? Sehr schön. Klar, die hält ein bisschen mehr aus heute. Leute. Ja, das hier mit dem Wasser, das ist also hier in Paint erstellt, oder was? Da drin ist es. Allerdings möchte ich eigentlich nur ungern mit einem Scharfschützengewehr und einem Revolver, der langsam ist, ein Monster bekämpfen. Können wir die Schatten sich dann vielleicht auch sowas wie Munitionskisten oder so anzeigen? Wie viel Zeit haben wir noch? 42 Minuten. Das ist mir nicht geheuer, ehrlich gesagt. Zumal ich ja jetzt eh noch kaum noch Munition habe, aber. Hahaha.
ging jetzt felsenfest davon aus, dass das ein Jäger ist. Oh, hier habe ich auch keine Munition mehr. Nur noch das, was ich hier an der Waffe habe. So, kann ich jetzt... mal in Ruhe gucken. Was haben wir hier? Ist das nicht Munition? Natürlich nicht. Ach, oh nein, das Ding. Ja. Ich erinnere mich. Das Monster, das nicht zu töten war. Ich glaube, so heißt es. Zumindest nicht mit meinen Fähigkeiten. Nee, tatsächlich, Leute. Ich halte mich dran. Ich ziehe mich ein bisschen zurück. Zurück. Psst, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, weil alles andere bringt mir ehrlich gesagt nichts. Gar nichts. Zwei Schuss habe ich noch. Kann jetzt natürlich nur hoffen, dass hier irgendwo ein Jäger um die Ecke lunzt. Waffe reinigen. Sehr vernünftig. Was ist das? Was ist das, eine Tiermaske? Bin ich jetzt Crow oder was? Ich weiß, dass das alles ein bisschen unspektakulär ist, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich insgesamt noch 10 Schuss habe, was ich natürlich machen kann, ist, ich kann auf die Suche gehen, um ein bisschen Munition zu finden. Vielleicht habe ich ja Glück. Müsste... da. So, komm, lad mal eben nach. Mich wundert wirklich, dass hier kein anderer Jäger ist. Was hat es damit auf sich? Was, weiß ich nicht. Bin ich hier der letzte Überlebende? Kann das sein? Was habe ich denn hier? Ja, muss man wissen. Ist eine Blendgranate. Ah, Licht. Oh, gut. Wo ist er denn? Da ist er. Kurz mal eben die Blutung stoppen.
Okay, das ist schon mal sehr praktisch. Ich weiß, so spielt man es wahrscheinlich nicht, aber ich sehe natürlich auch, wie viel Energie er hier noch übrig hat. Und da gehe ich natürlich lieber auf Nummer sicher. Wo ist er denn jetzt? Da hinten. Aber er brennt scheinbar, er verliert immer noch ein bisschen Energie. Ich sehe schon, wenn ich den gedownt habe, dann kommen sie alle um die Ecke. Komm jetzt! Okay, stört mich nicht, stört mich nicht, stört mich nicht. Komm, zeig dich. Komm. Sehr gut, das haben wir noch. Was ist das hier? Das ist auch nur eine Lampe. Irgendwas. Heilen kann ich mich. Das ist nett, dankeschön. Ah, hier. Oh, komm, 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 komm. Blöd, dass ich mich da hinten jetzt gerade geheilt habe. Das ist natürlich... Komm raus! Habe ich hier irgendwo noch eine Möglichkeit, mich zu heilen? Das wäre... 1A. Okay, er ist ins Feuer gelaufen. Das ist ja schon mal was. Ich glaube, so kann ich ihn gar nicht. Ja, aber es scheint echt so, als wäre das hier Singleplayer-Experience. Okay, in Käferform kriege ich ihn nicht. So viel steht fest. Maus. Zeig dich doch jetzt. Jetzt muss ich gerade nachladen. Jetzt. Komm, ich brauche noch irgendwas. Hier wäre Brandmunition natürlich nicht schlecht. Fürs nächste Mal weiß ich das. Nee, nee. Okay, die Käfer sind nur nervig. Hey, Fatzke! Hab ich ihn? Ich hab ihn. Sehr gut. Okay. Also, der Meuchler ist sehr anfällig für Feuer. Und ich habe wirklich die Vermutung, dass die alle gewartet haben.
bis ein Depp sich bereit erklärt, das hier zu übernehmen. Und Freunde, ihr wurdet gerade Zeuge, wie ich tatsächlich mit wenig Munition anfangs diesen Meuchler ermordet habe. Was mich sehr freut. Also entweder kommen jetzt hier gleich alle angerannt oder sie warten alle am Ausgangspunkt. Und das wäre dann eben das Spiel. Haben wir hier nicht irgendwo so eine Bärenfalle? Leute, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Es zieht sich aber auch. In meinem Kopf höre ich überall Schritte. Also das ist jetzt so eine Info nebenbei. Hat nichts mit dem Spiel zu tun. In meinem Kopf höre ich überall Schritte. Na komm, komm, komm. Nicht mehr lang. Gleich habe ich es geschafft. Vielleicht noch 30 Sekunden. Und dann mache ich etwas, was möglicherweise unglaublich dumm ist. Ich nehme nicht den Ausgangspunkt, der am nächsten ist. Und dann will ich mal schauen, ob das Sinn macht. Ich glaube, jetzt ist auch erst der Punkt, an dem ich verstehe, was diese beiden Striche da jetzt links heißen, wo das Monster-Symbol ist, nämlich, dass jedes Monster zwei Trophäen abwirft, denn wenn man natürlich als Duo unterwegs ist, nehmen beide eine Trophäe auf. Das heißt, irgendjemand, der jetzt auch alleine unterwegs ist, könnte sich quasi die Trophäe auch schnappen. Und das könnte natürlich sein. Ist ja hier Hundestraße oder was? Dass man als Spieler ganz bewusst darauf wartet. Ob das so die beste Idee ist. Ja, nochmal durch die ganze Walachei. Aber egal. Seid mein Zeuge. Wir schaffen das. Ich bin fokussiert. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Leute, egal. Dann muss es halt so funktionieren.
gute Nacht. Was höre ich hier? Hunde? Ah! Alter, der aufzuladen, der aufzuladen. Ciao. Kann ich im Sprint nachladen? Ja, immerhin. Nee. Nein! Egal, entkomme ich denen? Kann ich denen entkommen? Oh, komm bitte. Das wäre jetzt so dermaßen ärgerlich. Oh, liebe Leute. Hier schön gleich erstmal Doppelherz nehmen. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft. Und wenn der Hand-Showdown-Gott es so möchte, dann wartet am Ausgangspunkt niemand weiter. Außer eine Pina Colada. Wohin? Darüber. Ja, weiß ich nicht. Ist das so clever hier? Probieren wir es aus. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal Munition wäre nicht schlecht. Denn ich bin hier doch ordentlich am Rumballern. Anybody? Halt durch, halt durch. Deiner? Ich glaube nicht. Was suche ich? Was suche ich? Kann ich den Extraction Point sehen? Ist das der da? Nee. So, komm jetzt, hol mich ab hier. Ist das denn die Möglichkeit? Ist das die Möglichkeit? Hat er es geschafft? Zum allerersten Mal. To the window! Bam. Leute, war doch ganz einfach. Oh, jetzt freue ich mich, dass ich die Runde doch noch gemacht habe. Ich wollte ja schon beenden und dann dachte ich so, nee, komm, jetzt schaffst du es. Und jetzt habe ich es wirklich geschafft. Zugegeben, es hilft natürlich, wenn keine anderen Spieler mehr da sind, offensichtlich. Und ich wusste das dann auch irgendwie. An einem gewissen Punkt war mir klar, okay, irgendwie ist da jetzt keiner mehr. Es kam ja auch keiner. Und wahrscheinlich hätte ich mir den ganzen Weg nach Norden sparen können, aber das war es mir jetzt irgendwie wert. So, jetzt drop mal hier ordentlich XP und Geld. Und genau das ist das, was ich meinte. Jetzt merke ich, wo der Reiz bei dem Spiel ist. Oh, liebe Leute. Wenn das nichts ist und ihr seid Zeuge. Ja, getötet. 35 Grunts getötet.
sehr schön. Ja, dauert noch eine halbe Stunde und dann geht's weiter. Da sind wir schon. So, komm, gib mir mal ein bisschen was. Ja gut, das geht jetzt bis 137. Bleibt dran, ansonsten könnt ihr vorspulen. Ah, da sind wir jetzt. Sauber. Schön. Oh, jetzt habe ich es einfach übersprungen. Na egal. Bam, was soll ich sagen? Ihr wart Zeuge. Gern geschehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.